Schon ein verdammt süßer Vogel, wa? Ja, moin. Boah. Mir ist überhaupt nicht mehr quatschen zumute. Boah. Aber ein geiler Morgen. Richtig geiler Morgen. Ich glaube, wir haben jetzt 8 Uhr. Ich glaube, so früh war ich müde. Oh, lange nicht mehr wach. Aber hier habe ich jetzt. Hab's mal alles zusammengepackt. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen schieben. Und zwar geht's hier gleich die Rheinaue ein bisschen da lang und dann mache ich so eine Böschung hoch. Mal gucken, vielleicht kriege ich die ja gefüllt. Aber jetzt starten wir erstmal. Ich habe eigentlich verdammt gut geschlafen, bis sich plötzlich so ein kleiner Vogel auf mein Zelt gesetzt hat und meinte, mir ein Liedchen zu singen. Cooler Typ, cooler Typ. Aber warum muss er nur so früh wach sein? Gibt doch gar keine Würmer hier. Also, das war schon gefühlt das höchste der Gefühle, dieser kleine Berg. Ich glaube, das Fahrrad wiegt jetzt insgesamt um die 50 Kilo. Ja, ein bisschen mehr als 50 Kilo. Da lang geht's nach Portugal. Jetzt brauche ich erstmal Wasser. Also, ich habe jetzt die Fortwerke, das Bayer Tablettenfabrik, den Chemiepark in Dormhagen. Und gleich kommt der Stadthafen von Köln. Da habe ich alles hinter mir. Eieiei. Ich dachte, ich mache einen Trip in die Nature. Aber irgendwie, Alter, das ist alles so am Stinken und alles so dreckig und kaputt. Ja. Entweder habe ich das falsche Ufer gewählt. Oder das dauert einfach noch ein bisschen, bis ich raus bin aus dem ganzen Industriegedöns. Auf jeden Fall habe ich gerade schon wieder ein paar Radreisende getroffen. Ist auf jeden Fall eine Strecke, die oft gefahren wird hier. Ansonsten habe ich mir gerade ein Baguette gekauft. Und ein bisschen Wasser und weiter geht's. Boah, ich bin aber irgendwie noch müde doch. Ich glaube, ich bin jetzt in der 1 Stunde schon 12 Kilometer gefahren. Mit Päuschen und allem. 10 Uhr. Wo soll ich denn heute noch landen? Ah, ein Traumjob, wa? Einfach mal Rasenmähen fahren am Rhein.
Ja, das ist der Stadthafen hier. Der Kölner Stadthafen. Alter. Ich versuche doch mal weiterhin. Upsa. Ein paar Aufnahmen zu machen. Boah. War ich schon gar nicht so einfach. Mit dem ganzen Rappelzeug hier. Fliegt man da schon direkt ein Flipflop wieder raus. Oh, da vorne ist einer am Zelt. Und ab geht's! Eieieiei! Wow. Ah. Moin. Eieiei. Das war schon ein bisschen aufregend. Aber hier auch, ey, wunderschön, ey. Das ist so geil. Seite. Das ist schon heftig. Naja. Ich melde mich gleich mal. Ach, ist das nicht herrlich. Erstmal hier. Schön. Klein Käffchen machen wir. Ah, das reicht. Oh, ich sehe immer noch so zerschossen aus. Ach, geht uns das schlecht, wa? Ich glaube, ich gönne mir einfach noch mal eine Viertelstunde Pause. Ich bin ja schon 20 Kilometer gefahren und wir haben nicht mal 11 Uhr. Naja, das ist meine Aussicht. Ein paar Bäumchen. Boah, hier ist gerade echt so ein Auto einfach vorbeigefahren. Aber jetzt mal so gar nicht mit ohne Geschwindigkeit, sondern das hatte schon Fofo drauf. Ich weiß jetzt nicht, wo das hin ist. Und gerade am Rheinufer, ich guck so, ich so, was ist denn da los? Boah, da haben die da Solarpaneele aufgebaut, ohne Ende. Und da war einfach so ein Hippie-Festival oder sowas. Voll gut. Mir erstmal gucken gefahren, habe hallo, hallo, alles klar, bla bla bla. Naja, war ganz lustig. Ja, das war aber mehr so elektronisch. Elektronische Hippies. Oder? Da ist ein Wettrennen. Zieh durch, Junge. Gib alles. Hat da sonst nichts zu tun. Ich werde mir jetzt noch. Warte, warte, ich habe ihn. Genüsslich mal einen Kaffee gönnen. Boah, und ich glaube, dann startet die Etappe Köln. Ich hoffe, ich überlebe es. Ich hoffe, ich überlebe es. Ach so, und jedes Mal, wenn ich ein Video mache, Alter, hier ist eigentlich voll die Stimmung. Aber jedes Mal geht die Musik aus. Ich kann den mal anmachen. Oh. Jetzt ist aus. Nächstes Lied. Ja.
Mit Musik macht das alles schon ein bisschen mehr Spaß. Jawohl, wir sind in Köln. Alaf, Alaf. Oh, ist doch schon geil, ne? So der Kölner Dom. Oh, ohne Scheiß. Das Coolste ist einfach, dass hier einfach Gondeln rumfahren. Weiß ja auch nicht, wo die hinwollen. Aber wie faul kann man sein? Wie faul. So, auf zu Kölner Dom. Ein Glück, dass wir hier nichts mit dem Berufsverkehr zu tun haben. Aber ist schon echt entspannter hier auf dem Radweg. Es kommt auch direkt die Sonne mal ein bisschen raus hier. Geile Sache. Einer der besten Kölner Exportschlager. Immer noch gern gesehen. Din. Mein RTL. Ich geh kaputt. Naja. Feinste Qualitätsprodukte. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich noch brauche, aber ich muss irgendwie was essen. Ich habe Hunger. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Döner holen soll. Beim Lukas. Kennt einer den Lukas Podolski Döner? Ich glaube, so gut war der gar nicht. Ich glaube, der war einfach nur sehr gut teuer. Naja. Ich bin gleich erstmal in der Innenstadt. Mal gucken, was man da so findet. So. Captain Ahab hat wieder was entdeckt. Eine billige Kopie des Exzenterhauses in Bochum. Vielleicht kennt das ja einer. Einer der Bochumer Wahrzeichen. Auch direkt neben dem RTL Tower. Oh, auch schön. Ja. Köln, das macht schon was her. Aber ich habe immer noch Hunger, das gibt's doch gar nicht. Leute klopfen mich alle an. Ich sollte echt aufhören, beim Fahren zu filmen. Oh. Jetzt war ich gerade in der Kölner Altstadt und habe erstmal einen schönen Döner weggeschmaust. Und da dachte ich mir zur Nachspeise, vielleicht mal ein bisschen Schokolade aus dem Museum. Aber ich denke mal, die schmilzt. Bei der Sonne. Ja. Ich glaube, da hast du sofort Nutella oder was in der Satteltasche. Ja, Grüße gehen raus an den Marc. Den habe ich da auch noch kennengelernt beim Döneressen. Bin mal gespannt, ob er die Videos guckt. Ich schreibe den nachher mal an. Na, Köln ist auf jeden Fall auch schon eine aufregende Stadt, muss ich sagen. Hier gibt es ja alles. Alles. Gefällt mir auf jeden Fall irgendwie besser als Düsseldorf. Berlin. Achso, was mir gerade auffällt. Ich habe den Dom noch gar nicht gesehen. Doch, gesehen ja, aber ich bin nicht dran vorbeigefahren. Aber da war ich schon so oft. Ich glaube, den lassen wir mal aus. Ich werde jetzt Köln verlassen und fahre Richtung Bonn. Boah, ist das schön hier am Rhein. Ist schon wieder irgendeine Raffinerie, die ist so groß wie ein ganzer Stadtteil. Boah.
glaube Evonik ist das. Der Kompass. Keine Ahnung, bla bla bla. Auf jeden Fall wieder eine heftige Sache, ey. Oh. Guckt euch das an. Geht schon ungefähr seit 10 Minuten fahre ich schon mit dem Fahrrad. Da wird auf jeden Fall jede Menge Erdöl raffineriert. Mit dem kommt der ganze Spiritus hier an. Naja, da wollen wir mal gucken, dass wir wieder in die Natur kommen. Und ich muss meine Flasche aufheben. Da. Willkommen bei einem Tiefpunkt dieser Reise. Das ist schon sehr, früh eingetreten. Ja. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 16 Uhr oder so, 50 Kilometer heute gemacht schon. Aber ich war eindeutig viel zu früh wach. Ich liege jetzt hier wie so ein kleiner Penner auf der Bank. Wie beim Erdinger alkoholfrei. Also ich merke auf jeden Fall jetzt schon mal die Beine. Ja, die Beine merke ich. Dann bin ich ein bisschen müde. Und aus irgendeinem Grund tut mir der Arsch gerade weh. Oh. Es läuft. Deswegen plane ich gerade, ein bisschen zu cheaten. Von hier aus in La Bonne, glaube ich, noch 5 Kilometer. Und vielleicht fahre ich von dort aus mit dem Zug bis nach Mainz. Dann bin ich heute Abend schon in Mainz. Ich habe ein bisschen gesessen, konnte ein bisschen entspannen. Und wahrscheinlich ist da auch eine Steckdose drin und ich kann meinen Akku wieder aufladen von dem. Also mein erster Akku, der hat jetzt noch. Folge dem Weg 700 Meter. Ja, nachher. Ich glaube 37% hat er noch. Und gemacht habe ich jetzt über 120, 130 Kilometer. Ja, irgendwie so der Dreh. Ich habe mich auch mehrfach verfahren. Aber an schöne Stellen. Jetzt fängt es langsam an. Hier ist die Ruhe. Oh, hier wird es langsam idyllisch. Oder ich packe die Hängematte nochmal aus. Boah, dann stehe ich heute gar nicht mehr auf. Ich will einfach nur relaxen. Ein Glück habe ich die Sonnenbrille auf. Sonst könntet ihr meine Augenringe sehen. Boah, ich habe eine neue Idee. Ich werde jetzt diese exakt 20 Jahre alte Münze mit dieser V6-Sepil strotzenden Visage einfach mal hochschnipsen. Kopf oder Zahl? Bei Kopf bleibe ich hier sitzen. Bei Zahl geht's los. Auf geht's. Alter. Oh. Die ist erstmal weg. Naja. Versuch was wert, oder? So ein kleines Nickerchen schon ausmacht, ne? Das sage ich euch.
Oh. Ich will noch gar nicht weiter. Aber die Frau hat gesprochen. Also, Grüße gehen raus an den Kelch, Alter. Der alte Baumarkt-Spezialist. Ich habe ja gesagt, dass meine Beine ein bisschen schlapp sind. Und ja, bin jetzt hier beim Bauhaus. Das Coole ist, mein Ladegerät ist angestöpselt. Ja, geil. Wir haben jetzt erstmal hier schön. Abendbrot essen. Ein bisschen relaxen. Und dann mal gucken, wie viel Akku das Ding drauf geballert hat. Boah, danke. Bauhaus bester Laden. Ja. Boah, jetzt hab ich so richtig Bock. Boah, ich hab so Bock. Erstmal Campingplatz gebucht. Boah, ey, wie geil das ist, ey. Dieser Weg. Boah. Das rappelt hier zwar alles, aber das ist geil. Da oben ist der Drachenfels. Oder so. Fokussier doch. Boah, egal. Ich war jetzt kurz einmal Akku aufladen am Bauhaus. Jetzt habe ich noch von diesem Akku nur 3%. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Egal, auf jeden Fall habe ich wieder richtig gute Laune. Vorsicht! Dankeschön! Männer, ich mache richtig Attacke! Das sind jetzt glaube ich noch 15 Kilometer. Da bin ich am Zeltplatz. Boah, und ich habe so Bock auszuschlafen. Das wird so geil. Und duschen und kochen. Das wird der Hammer. Ach so, was mir noch aufgefallen ist. Hier ist eine ganz andere Luft. Geil. So, ich habe jetzt einen Zeltplatz gefunden. Voll geil, das Ding in hier. Nur ich kam dahin, habe aufgebaut, habe mir was gekocht und dann auch direkt festgequatscht da mit irgendwelchen anderen Leuten. Deswegen habe ich jetzt nur kurz geduscht und nichts mehr gefilmt. Aber kennt ihr den Moment? Ihr habt vor dem Duschen, denkt ihr euch, boah, das T-Shirt kann ich doch nach dem Duschen nochmal anziehen. Und nach dem Duschen, boah, da kommt der Bock hoch, Alter. Das geht gar nicht. Egal. Ich melde mich morgen.